Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Engineers. Da sind wir wieder. Es ist mal wieder Freitag und wir bauen mal hoppla wieder weiter. Das war ein bisschen schwungvoll. Wir sind immer noch hier zugange mit der Eingangshalle. Es ist immer noch nachts, wie zuletzt. Es gibt übrigens bei Aufnahmen und Medieval Engineers in der Steuerung eine gewisse Inkompatibilität. Was geht denn mit dem ab da unten? Wenn man nämlich F9 drückt, um die Aufnahme zu beenden, dann switcht auch das Spiel in einen anderen Modus, in eine andere Sichtweise, mit der man nicht gescheit arbeiten kann. Und da kommt man dann mit verschiedenen Möglichkeiten wieder raus. Idealerweise kommt man mit F6 wieder dahin, wo man herkommt. Nämlich in diese Ansicht, so wie wir sie gewohnt sind. Allerdings versteckt das Aufnahmeprogramm, wenn man F6 drückt, dann das kleine Aufnahmeinformationsfensterchen, das einem dann sagt, ob die Aufnahme jetzt denn nun läuft oder nicht. Ja, ist also ein bisschen witzig. So, das mal so am Rande. Und wir müssen jetzt entscheiden, was wir hiermit machen. Wir hatten ja beim letzten Mal, haben wir jetzt schon gesagt, da denken wir mal drüber nach. Ich finde, im Gesamten muss ich gestehen, das Ganze hier als Eingangshalle, glaube ich, zu heftig, weil ich keine Ahnung habe, wie ich diesen Raum hier füllen soll. Das ist ja, ich meine, immerhin haben wir hier einen Bereich von 10x20. Das heißt, es ist eine Halle von 20x40 Metern. Gut, wir müssten mal schauen, wo kommt denn die Säule her? Ob wir hier irgendwas an brauchbaren Säulen haben. Eigentlich nicht so wirklich. Square Pillar. Da eigentlich, wenn dann, gerne was Rundes. Ja, das ist alles hier so ein bisschen. Es ist zugegebenermaßen noch nicht sonderlich viel. Diese Pillars sind eigentlich auch nicht wirklich. Das sind jetzt die, die wir überall immer in die Ecken gesetzt haben, wenn da eine Lücke war, aber. Jo, Claim Block. Genau das, was wir brauchen. So ein bisschen runde Säulen wäre halt irgendwie auch mal schön gewesen. Natürlich hier auch die Decken mit großen Rundbögen stützen. Small Round Ledge. Scheiße da. Das ist aber auch noch nicht so ganz. Der Idealfall. Hier haben wir eine Königsstatue, die können wir irgendwo hinklatschen. Auch das hat was. Campfire ist natürlich auch nett. Alles irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Und wir natürlich überlegen, wir können hier die Außenmauer natürlich vielleicht doch so lassen, wie sie ist. Ziehen hier einfach Quermauern. Meine Überlegung war ja hier an der Seite einen, noch einen Gang dran zu machen, über den wir dann halt auch hier runterkommen. Hatte ich ja überlegt. Wenn wir jetzt hier. Von wo aus ist die Frage? Das jetzt mal so machte. So, dass wir hier. Irgendwie gescheut und den Keller kommt. Dann ist natürlich klar. Zack, da ist er. Ist da auch irgendwie.
ein entsprechender Gang irgendwie dahin muss, dass wir da auch an die Treppe rankommt. Können wir hier noch einen? Nein, können wir noch. Aber jetzt erstmal hier nur so weit. Erzähl mir doch nichts. Ich glaube, das würde mit der Treppe nicht hinhauen. Oh, das geht sogar. Gibt hier ja nichts irgendwie in schräg oder so. Ja, doch, sowas gibt's. Ja, komm. Hause mal dahin. So, jetzt mal gucken. Wie rum ist der denn? Ich sehe es nicht. So ist er, glaube ich. Ja. Brauche ich ihn so? Kann ich ihn nicht auf den Kopf drehen? Ich würde ihn gerne auf den Kopf drehen. Macht er aber nicht. Ist aber auch schade. Das eigentlich. Sehr witzig, bei T fängt er einfach an zu laufen. Aber auch nicht. Aber das Ding dreht er irgendwie nicht auf Kopf. Das ist ein bisschen schade. Doch jetzt so, wenn ich ein. Ah ne, wenn ich hier so, dann switcht er einfach nur durch die verschiedenen Variationen. Slop diagonal. Ach ja. Aber den dreht er halt dann auch nur so, dass man schräg hat. Da macht er Geländer dran. Aber er stellt ihn nicht auf Kopf. Hier kann man bei den Säulen kann man nichts drehen. Bei den Treppen auch nicht. Walrus. Shutter. Ah, da ist ja noch ein Dings drin. Also man kann hier mit Drehen des Mausrades so ein bisschen was noch verändern, aber man kriegt das Ding hier trotzdem nicht auf den Kopf. Schade. Hoppla. Das heißt, das Ganze muss so bleiben, wie es ist. Dann wäre es halt eben so. Ah! Hier jetzt eigentlich habe ich da schon. Nee. Eigentlich nicht sein. Dass ich da schon Dings drin habe. So.
Genau, das wäre nämlich so der Plan, dass hier nämlich ein Gang ist. Jetzt könnte man natürlich hier trotzdem die Mauer draufsetzen. Zwei, drei, vier, zwei. So. Mal hier mal mit Tür. Dann wäre hier natürlich erstmal so keine Wand. Außer. Ja. Vielleicht schon. Aber hier kommt das halt dann blöd, weil das da dann so über der Kante drüber fliegt. Da müssten wir. Grunde genommen. Genau das machen. Au. Oder blödes mit dem dahinter. Das sähe dann hier mit der Treppe nicht ganz so kacke aus. Da hängt es ja auch in der Luft. Einfach weglassen kann ich es auch nicht. Eigentlich. Eigentlich muss das da auch durchgehen, aber das ist dann halt hier mit der Treppe doof. Aber im Grunde genommen. Auch allein wegen dem, was dahinter ist, muss das so sein, dass es dann, ja, dann ist halt hier eben eine Kante. Dann könnte ich aber im Grunde genommen nicht diesen, sondern diesen. Und gerade mal gucken, ich glaube, wir sind richtig und würde das Ganze so machen. Dann wäre hier der Abgang ein bisschen sanfter. So. Cool, dass er hier anders gemauert ist, das kommt ja auch gut. So, das wäre dann eigentlich der Punkt, wo man von hier aus dann auch eine. Den Gang natürlich bis hinten hin durchziehen. Könntest du da dann Türme dran setzen? Das erstmal so. Türme kommen immer gut. Am besten hohe Türme. So, dafür bräuchte ich allerdings sowas. Nehme ich an. Ah, komm, hau gerade mal die Treppe weg. Gerade mal gucken, wo ich bin. Ich bin hier auf der Ecke, genau. So.
Lieg gerade mal, denn so sehe ich nichts. So. Na, hier ist ja Ende. Wäre das so? Und so. Und dann wäre das natürlich unter Umständen ein statisches Problem. Entschuldige, habe ich vergessen. Jetzt haben wir hier wieder ganz viel blöden Stein rumfliegen, der im Weg ist. Ja, ihr habt's doch vergessen. Mich doch deswegen mal nicht fertig. Und jetzt fürchte ich, kann ich das hier nicht hinbauen, wenn hier Schrott im Weg liegt. Oder macht das trotzdem? Natürlich macht das nicht. Also müssen wir das Ganze erstmal wieder zu Brei schlagen hier. Schön, dass da nichts passiert. Jetzt. Ja, ich hätte unten anfangen sollen mit bauen. Das tut mir leid, das habe ich vergessen. Jetzt müssen wir hier halt in den sauren Stein beißen. Das dauert aber ganz schön lang hier. Verschwunden. Verschwinden die auch von alleine irgendwann? Oder lag das jetzt daran, dass ich drauf eingeschlagen habe? Dass sie verschwunden sind? Oder löst sich der Quatsch halt einfach irgendwann auf? Das kann ja auch sein. Aber jetzt ist es jetzt gebröselt. Vielleicht verschwindet das Zeug auch von alleine und ich mache mir da hier immer die Mühe und schlag auf das Zeug ein. Das ist überhaupt nicht nötig. So, und das, was jetzt hier noch dranhängt, dann machen wir wieder weg. Ja, alles, aber so viel schöner, wenn es hier mal Tag würde und ich mal sehen würde, was ich hier tue. Aber möglicherweise zum Ende dieser kleinen Runde werden wir auch wieder was sehen. Man weiß es ja nicht, ne? Jetzt gemacht, das hat er jetzt gemacht. Das habe ich mir doch gedacht. Gut, auch nicht tragisch. Irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, dass ich da mal drunter gucken kann. Moment. Schwierig. Hier noch der Kack rumliegt.
Jetzt hau ab hier! Ich muss da unten drunter! Blob. Wie lange soll ich hier da irgendwo hin zur Seite bauen, bis ich da eigentlich mal drunter passe? Doch einfach nur. Ne, hier wird es ja auch wieder schlimmer. Ja, es wird so. Es funzt nicht. Ich komme jetzt drunter. So, du kannst auch mal verschwinden jetzt bitte. Gut. Derweil. So, wie haben wir es denn gesagt? Hier. Ne, hier haben wir vor allem hatten wir eigentlich angefangen, oder? Zack, zack. Oder doch da. Doch da, da und da. Eigentlich schon. Eigentlich schon so eher so hier, ne? Und so. Und so. Was mich halt jetzt stört an dem Ganzen ist, dass das hier irgendwie so halb in der Luft fliegt. Aber ich komme halt nicht. Ich komme nicht drunter. Er lässt mich nicht. Fürchte ich. Ach, wenn der sich nicht immer wieder wegdrehen würde. So. Mit entsprechender Basis ist das auch stabil. Und der hier unten noch. Okay. Geht jetzt die Mitternachtssonne endlich unter, ist ja der Wahnsinn.
Plopp. So. 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 Und so. Und so. Genau. Ja, geh unter, hau ab, gib mir Sonne. Oder war das jetzt schon der Tag und es wird einfach nicht heller? Nein, das kann ja nicht sein. Das ist doch so. Das ist doch so nicht möglich. So, okay. Dann haben wir jetzt hier einen Turm. Turm, Turm, Turm. Turm, 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 Turm. So, jetzt müssten wir hier. Das Pendant zu dem Doll. Das ist ein Large Round Corner, also brauchen wir auch Large Round Wall. Hoppla, hat ja geklappt. Sie halten mir noch nichts. So, und das müsste jetzt im Grunde genommen. Ja, da. So drauf. Genau. Gibt's jetzt auch mit Tür, Large, Large. Mit Tür. Genau, und das wäre dann das Ding, das er dann hier rein müsste. Jetzt ist die Frage, wo da hat er die Türen gepackt? Mach das aus. Blöd. Weil ich eigentlich die Tür gerne auf der anderen Seite hätte. Round left door. Left entrance, left door. Right entrance, right door. So, genau, den Eingang hätte ich nämlich ganz gerne hier natürlich von meinem Gang aus und nicht da irgendwo. Das wäre ja albern, genau. Hier kommen wir dann rein. Und hier ist jetzt die Frage, wir haben ja hier so... so Treppen. Irgendwo. Gehabt. Gehabt euch wohl. Hier, sowas. Spiral Staircases, Angel Spiral Staircases. Ich meine jetzt eigentlich in erster Linie diesen hier. Genau, und die müssten ja jetzt hier in die Mitte des Turms irgendwie. Weiß ich noch nicht, ob das überhaupt geht. Das geht doch. Das geht. Oh.
Ist jetzt die Frage, wie sich das hier dann leider anbaut. Anbauen lässt. Weil er muss ja jetzt im Grunde genommen... Das funktioniert ja nicht so. Der muss ja jetzt hier... Im Grunde genommen da ja weitermachen. Nur halt nicht... Nicht da, sondern oben drüber. Weil das ist ja... Oder macht er das korrekt? Ach, das macht er korrekt. Ah. Sehr genial. Oder? Nee, doch nicht. Den hat er jetzt nach unten gesetzt. Ach, den anderen auch. Ich dachte erst, es sah so gut aus. Aber nein. Ja. Das hat auch eine gewisse Kunst, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Junge, das macht keinen Sinn, was du da tust. Ebenso brauche ich das. Habe ich hier ein bisschen das Falsche weggeräumt. Okay, das hält so nicht. Da muss ich nochmal überlegen, wie das dann geht. Wahrscheinlich geht das nur... Das nur, wenn der irgendwie dann wirklich in einem Turm ist, wo er ein Dings hat. Vielleicht kann man die auch größer machen. Vielleicht geht das. Jetzt müssen wir hier wegräumen. Left, right, left. Der kann nur right, left. Aber da kann er sie nicht reinsetzen. Das kriegt er nicht hin. Das geht ja nicht. Das geht ja nur so. Aber wie kriegen wir das dann hin, dass das hält? Jetzt erst auf den Pfosten hier stehen lassen. Ständig baut er mir was ab, was er nicht abbauen soll, die Sau. Bläde. So. Ja, das muss ich mir dann auch mal überlegen, wie ich hier nach oben komme, wenn das so nicht hält. Aber irgendwie muss das doch halten. Irgendwie muss das ja gehen. Irgendwie muss das gehen. Naja, gut. Was ich mich jetzt gerade frage, es war jetzt die ganze Zeit Nacht und wir hatten eine helle Scheibe am Himmel. Das würden die ja wohl jetzt kaum als Tag bezeichnet haben, denn jetzt ist es auf einmal komplett dunkel nur noch. Das ist doch auch nicht richtig. Wollten die mir das jetzt eben wirklich als Tag verkaufen? Sternenhimmel und irgendwie, das war jetzt auch nicht richtig. Jetzt ist es ja wieder richtig dunkel. Toll. So. Hier würde sich die Mauer dann durchziehen. Gucken, ob ich... Ne, hier geht aber nicht.
hatte ich befürchtet. Hier kriege ich keine Mauer hin. Weil da der andere Stein schon im Weg ist. Da hat er es jetzt hingestellt. Ist ja auch. Das ist blöd. Ich kriege das hier irgendwie so nicht connected, aber ich hätte das hier schon ganz gerne connected. Außer ich würde das hier nicht rund machen. Dann würde von hier aus müsste ich den hier weghauen. Müsste hier gerade gehen. Bla. Ja, und das geht's nicht. Muss hier gerade gehen. Jetzt komme ich hier nicht rein, oder was? Ja, natürlich nicht. Ah, das ist noch so ein bisschen, das ist irgendwie, das haben sie halt auch immer noch nicht hier Regel gekriegt, dass man da so nicht bauen kann, das ist doof. Ich würde natürlich sagen, okay, du haust ab, dass ich den hier reinkriege, aber das hilft mir ja auch nichts, ne? Zack, dann habe ich zwar hier jetzt den Eingang und eine Tür, aber dafür kriege ich halt das hier dann nicht zu. Halt ziemlich bescheuert ist. Und ihn so vorgelagert ist halt auch kacke. Doch, hat er gemacht. Na, wunderbar. So. Der ist jetzt natürlich hier an der Ecke. Jetzt erst einmal. Eckisch. Klar, an der Ecke ist eckisch. Aber sobald dann hier die Halle fertig ist, können wir dann oben das irgendwie anpassen und mit einem Turm weitermachen. So, von hier aus kommen wir schön runter in den Keller. Wo wir jetzt auch noch nicht viel gemacht haben. Also viel, sehr viel weiter gekommen sind wir jetzt in der Folge irgendwie nicht. Ich ziehe jetzt hier vielleicht irgendwie. Ups, jetzt ist die Frage, wie weit wir das hier noch ziehen wollen. Bis zum Ende und machen da auch nochmal so einen Turm dran. Könnten wir eigentlich. Ah, plumps. Achso, ja. So. Ah. Klar. So, dann müsste das hier aber genauso laufen. Mit den Runden. Wie habe ich es denn jetzt da vorne gemacht? So, dass das rund. Genau, die erste Ecke ist quasi hier der Zweier und von da aus geht's dann. So.
So. Und so. Und so. Und so. Gut, dann müssen wir hier halt. Die Mauern erst nochmal wegtun. Und dann müssen wir hier. Ja. Was denn, wenn du mir immer damit sagen willst mit deinem Gedröde? So, irgendwo passt das drauf. Normalerweise. Da könnte es passen. So, genau. Und hier haben wir gesagt, lassen wir gerade. Da gehen wir hier mit einer Tür. Dahin und hier einfach mit einer Mauer. So, genau. Und ansonsten machen wir das hier zu. So, genau. Perfekt. So, ja, dann müssen wir jetzt hier die Mauer noch durchziehen, aber jetzt haben wir schon wieder die Folge ziemlich überzogen, deswegen höre ich jetzt auch mal auf. So, es ist jetzt fürchterlich dunkel. Also so werden wir das machen, auf der anderen Seite werden wir das dann wahrscheinlich langfristig auch so bauen. Mal schauen, mal schauen. Also jetzt kommen wir hier so ein bisschen weiter und dann genau kommt hier die große Halle, hier kommen die Türme und dann haben wir hier doch schon mal so einen Hauch von Burg und dann können wir mal gucken, wie wir damit so weiterverfahren. Das alles beim nächsten Mal. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns. Tschüssen! Ein schönes Wochenende, natürlich. Klar, Freitagsspecial, schönes Wochenende. Immer. Standard. Tschüss.